Servus, ich bin der Christa Chaosdrucker. Herzlich willkommen zurück bei mir im kleinen Chaoskeller. Und wir quatschen heute mal über den MK4, weil der ist schon wieder über ein Jahr alt und wir gucken mal, was sich alles getan hat. Vor mittlerweile über einem Jahr wurde der MK4 aus heiterem Himmel vorgestellt. Es gab nicht wirklich so Anzeichen dafür, dass da jetzt ein neuer Bettschubser erscheinen soll. Er war einfach da. Und ich gehörte damals noch zu der Fraktion, warum sollte ich mir jetzt ein neues Gerät kaufen? Ja, es sieht ein bisschen neuer, besser, hübscher aus. Aber von den Specs, die damals so gekommen sind, war noch nicht wirklich abzusehen, was sich da jetzt an dem Gerät MK4 zum MK3 oder MK3S geändert hat. Ich war damals noch stolzer Besitzer mehrerer MK3S, die wir vor über 5 Jahren bei einer Sammelbestellung mal losgetreten hatten. Und er funktioniert immer noch und ich war soweit echt zufrieden, weshalb ich sagte, okay, ich selber werde mir keinen MK4 holen. Aber vielen Dank geht raus an jemanden aus der Community, der hatte sich einen MK4 bestellt und hat ihn aber nicht zu sich liefern lassen, sondern zu mir, so dass ich hier live im Stream auf Twitch damals direkt ein Unboxing von dem MK4 machen konnte. Mich selber hat es jetzt nur so wenig vom Hocker gerissen, weil die Prusa Magic, die kannte ich ja jetzt schon eine ganze Weile. Er war natürlich tatsächlich sehr begeistert von diesem Gerät, auch wenn das erste Gerät, was wir da damals hatten, war noch so eins von den ersten 1500 Stück ungefähr, auch noch ein ganz kleines bisschen Kinderkrankheiten hatte, die mittlerweile aber alle behoben sind. Dieses Gerät durfte ich noch eine Weile testen, hat dann auch ein bisschen an meinem Boot mitgedruckt. Es gab schon die ersten Firmware-Updates, ausgeliefert wurde der mit der 4.5.4. Dann kamen schon danach die ersten Beta-Updates von der Firmware, dass der MK4 schon ein bisschen schneller geworden ist. Und da muss ich sagen, hat er mir dann schon wieder ein bisschen Spaß gemacht, weil er dann mit anderen Geräten zu diesem Zeitpunkt auf einmal wieder mithalten konnte. So, der richtige Gamechanger für mich kam aber dann jetzt. Das Gerät musste ich ja dann wieder abgeben. Jetzt ist es über ein Jahr später und ich darf seit ein paar Wochen nochmal an einem MK4 herumspielen. Und das Besondere daran ist jetzt hier auch wieder aus der Community. Vielen Dank dafür, durfte ich den auch aufbauen. Das erste Gerät, was wir bekommen haben, war fertig aufgebaut. Da habe ich die ganzen Veränderungen gar nicht so wirklich wahrgenommen. Und dieses Kit hier hinter mir durfte ich tatsächlich auch selber aufbauen und habe dann auch da mal die ganzen Änderungen zum MK3 live gesehen. Und das Ganze habe ich auch ein bisschen dokumentiert. Wer es noch nicht weiß, Instagram @chaosdrucker habe ich zu meinen sonst immer üblichen Daily Boron Pictures, habe ich auch mal ein Daily Prusa Picture gemacht. Und jetzt, wo ich das Ganze erzähle, merke ich, ich bin euch noch das letzte Bild schuldig, wo der Drucker fertig war und gedruckt hat. Mit Veröffentlichung dieses Videos wird dies eine Bild natürlich noch nachgeholt. Guckt da gerne nach. Im Moment läuft auch wieder ein aktuelles in Daily Voron Picture. Aber zurück zum MK4. Wir fassen jetzt mal ganz kurz zusammen, was hat sich an der Hardware, also am Drucker selber, jetzt alles geändert im Vergleich zum MK3 bzw. MK3S. Wie gesagt, beim Aufbau selber ist mir dann einiges aufgefallen, was sich geändert hat. Ich ratter das hier mal relativ schnell durch. Fangen wir vorne am Gerät an. Wir haben natürlich ein größeres, besseres Display als früher, welches nach neuesten Updates sogar Touch-Funktionen unterstützt. Kommen wir nachher noch mal ein kleines bisschen, gehen wir nachher noch mal ein kleines bisschen drauf ein. Wir haben im Y jetzt, wie damals auch schon beim MK3S, unten bzw. MK3S Plus. Es gab ja immer noch so kleine Upgrades, wo sich die Geräte so schon verbessert haben, aber hier sind sie jetzt von Haus aus gleich alle schon dabei. Wir haben diese Metallbügel
Und diese sind dann auch noch mit kleinen Gummipads, sind die entkoppelt. Es wird euch direkt Fett mitgegeben mit den passenden Aufsätzen, sodass ihr die Lager richtig geil fetten könnt. Ist alles in der Anleitung mit drin, mega geil. Sowohl für die Achter als auch die Zehner. Im Z ist nämlich jetzt kein Achtellager mal verbaut, sondern Zehnerlager. Und davon auch nicht mehr 4 Stück, sondern jetzt nur noch 2 lange auf Z. Das macht den Einbau deutlich besser. Die Teile haben sich leicht verändert. Das geht alles super geil zu verbauen. Die Ausrichtung ist dadurch viel besser. Und das sind alles so Kleinigkeiten, was das ausmacht, dass dieses Gerät, der MK4, jetzt doch nochmal ein Ticken besser ist oder einiges besser ist, sich leichter zusammenbauen lässt als der MK3. Die Passungen der Druckteile wurden angepasst, die Wellen im X lassen sich viel leichter reinstecken, können sich aber jetzt auch nicht mehr ins Druckteil drücken, weil da jetzt vorgesehen ist, dass extra noch Schrauben verbaut sind, wo dann die Wellen aufliegen. Viele kleine Verbesserungen im X und im Y. Die Umlenker können viel leichter eingefädelt werden. Man muss nicht mehr mit irgendwelchen Schrauben und das ist jetzt alles viel besser. Man bereitet das alles soweit vor. Da kommt ein kleiner Passschiff rein, man hängt das Ganze rein und da ist dann wie so eine kleine Öse drin. Wenn man die einmal getroffen hat, ist der Umlenker eigentlich schon verbaut. Also vieles hat sich da tatsächlich sehr verbessert. Mal ganz abgesehen vom besseren Druckkopf. So, das war jetzt nur mal ganz kurz abgerissen, was sich an der Hardware geändert hat. Nein, eine Sache gibt's noch. Bessere Hotend, bessere Extrudermotor, nur ganz kurz angerissen. Aber das neue Board, was da verbaut ist, die Anschlüsse ganz genau da, wo sie sein sollten. Die Box, wo das Mainboard drinne ist, dient auch gleichzeitig als Kühlung, weil ist jetzt auch eine beschichtete Blechkiste, die zum einen natürlich sich viel besser und leichter verbauen lässt als das gedruckte damals, die Wärme gleich ableiten kann vom Board und auch noch mal ein bisschen zur Stabilisierung des Rahmens beiträgt, weil die halt im Rahmen selber, im neuen Gussrahmen, haben wir auch noch nicht drüber geredet, im neuen Gussrahmen verschraubt wird und im Rahmen verschraubt wird und das Ganze dadurch auch noch mal ein bisschen stabiler und steifer macht. Ja, der Gussrahmen selber ist auch leicht verändert. Er ist etwas dicker geworden, dadurch auch wieder stabiler, aber auch wieder etwas leichter. Die haben hinten ein Hexagonmuster reingemacht, um die Verwindungssteifigkeit einfach auch wieder ein bisschen besser zu machen. Das alles führt irgendwie dazu, dass der einfach leiser, schneller, geiler ist als vorher. Das denkt man gar nicht, wenn man den jetzt einfach so sieht. Oh, sieht ja aus wie der Dreier. Nee, sind viele kleine Verbesserungen dabei, die das Ding einfach geil machen. Wir haben jetzt ein Netzwerk direkt an Bord, sowohl LAN als auch WLAN und die Verbindung ist einfach göttlich. Wir gehen im Display in das jeweilige Menü, sagen wir wollen hier WLAN haben. Der schreibt irgendwie ein paar Daten auf den USB-Stick. Der USB-Stick kommt ganz kurz in den Rechner. Entweder weiß euer Rechner die Daten schon und überträgt die auf den USB-Stick oder ihr müsst hier nochmal ganz kurz eintragen. Das Ganze wird wieder zurück in den Drucker gesteckt und schon seid ihr da verbunden. Das ist eine Sache von 1 bis 2 Minütchen. Also je nachdem, wie weit euer Rechner vom Drucker entfernt ist, geht das super schnell. Genau dasselbe ist dann. Und da gehen wir jetzt langsam in den Firmware-Teil über. Und wo wir gerade von Verbinden reden, auch das Prusa Connect lässt sich jetzt super einfach mit euren Slicer verbinden. Einfach auf Drucker hinzufügen. Ihr sagt, welches Gerät ihr habt. Gehen wir mal jetzt hier von dem MK4 aus. Ihr kriegt in den Einstellungen kriegt ihr einen API-Key. Diesen kopiert ihr euch. Diesen fügt ihr dann in Drucker-Einstellungen oben auf das Zahnrad gehen. Hier Prusa Connect auswählen, den Key einfügen und gebt den ganzen noch einen Namen mit und schon seid ihr im Prinzip in Prusa Connect verbunden, könnt aus dem Slicer direkt hier unten dann an Connect senden und dann habt ihr hier eine schöne Übersicht über alle eure Geräte, ob die gerade laufen, mit welchem Material die bestückt sind, was alles schon gelaufen ist, welche Dateien auf dem Drucker liegen, was alles in der Warteschlange ist und eventuell noch abgearbeitet werden kann.
auch wenn zum Beispiel gerade ein Druck läuft, kann man hier schon die nächsten Drucke wieder hin tun. Man sieht, was man alles mal gedruckt hat auf diesen Geräten. Wenn man eine Kamera angebunden hat, kann man diese hier sehen. Auch die Druckersteuerung wäre hier nochmal möglich. Plus das, was nachher nochmal kommt mit Cancel Object, kann man auch hier direkt in Prusa Connect Objekte ausgrenzen, die nicht mehr gedruckt werden sollen. Wir haben Statistiken, wir haben Telemetriedaten und so weiter und so fort. Wir haben hier noch ganz viele Spielereien über dieses Prusa Connect. Das macht sehr Spaß, das zu benutzen. Noch mehr macht das Spaß und Sinn, wenn man eine kleine Farm hat mit mehreren Geräten gleicher Bauart. Man lädt sich in die Connect-Dateien seine Objekte rein und kann die dann auf verschiedenste Drucker verteilen. Das ist ziemlich geil. So, gucken wir jetzt mal firmwareseitig, was sich alles getan hat. Da ist immer mal wieder in regelmäßigen Abständen, in unregelmäßigen Abständen, immer mal wieder ein bisschen was Neues passiert. Offiziell nicht ganz so oft, aber inoffiziell. Man kann auf GitHub sich die Alphas, die Betas, die kann man sich da alle mal runterziehen zum Testen. Es kam Input Shaper dazu. Es kam Pressure Advanced dazu. Input Shaper muss man euch ja nicht erklären. Es werden Resonanzen rausgerechnet, die das Druckbild schlechter machen würden. Prusa selber hat jetzt hier kein Resonanzmittel am Kopf verbaut, sondern arbeitet da mit den Werten der Farm, wie ich erfahren habe. Das heißt, die haben ja sehr viele Drucker selber im Einsatz, können dadurch den guten Durchschnitt ermitteln, welche Werte immer so am besten funktionieren, und diese Werte werden mit der Firmware ausgerollt. Mit Pressure Advanced passiert das anscheinend so ähnlich. Ganz genau konnte mir man das nicht erklären, aber muss ja auch nicht, weil es funktioniert einfach irgendwie. Das ist die Prusa Magic, über die wir schon mal gesprochen haben. Checkt das gerne mal aus oben im Video. Das ist zwar schon etwas älter, aber jetzt, wo ich mit dem MK4 wieder rumspielen durfte, es hat sich genau gar nichts geändert. Es macht genauso Spaß. Wir haben seit neuestem drinne Cancel Objects. Der ein oder andere kennt das von seinen Clipper-Systemen schon. Ihr druckt mehrere Objekte, stellt fest, dass eins vielleicht auch nicht so geil wird. Oder ihr sagt, ah, es muss jetzt schneller fertig werden. Ich brauche jetzt nur noch 2, 3 Stück davon und den Rest, den lassen wir jetzt mal weg. Kann man später noch drucken. Dann habt ihr die Möglichkeit, im Display zu sagen, Cancel Object. Dann wird dieses Objekt halt im G-Code einfach übergangen und wird nicht mehr gedruckt. Touchscreen ist auch dazu gekommen. Also die Hardware selber unterstützte das ja schon eine ganze Weile. Jetzt ist es aber auch firmware-technisch da dabei. Und ihr könnt das einschalten, dann funktioniert einfach die Touch-Funktion. Allerdings muss man dazu sagen, dieses Menü oder der Bildschirm selber, was Prusa da anzeigt, ist nur so bedingt für Touch ausgelegt. Schön ist das natürlich hauptsächlich im Stockbildschirm. Wir haben große Symbole, auf die wir klicken können. Geht man aber in die einzelnen Untermenüs herein, hat man in der Regel noch kleine Textzeilen, wo man irgendwas auswählen muss. Und da muss ich jetzt sagen, okay, bin ich jetzt halt geschuldet, über 5 Jahre an einem Prusa herumspielen. Man wurde so an dieses Drehklickrad gewöhnt, dass ich theoretisch auch weiterhin dieses Drehklick benutze und nur sehr selten auf den Touch zurückgreife. Aber es ist schön, dass das jetzt funktioniert. Wer weiß, was da vielleicht firmwareseitig noch passiert im Menü. Ob das Ganze vielleicht doch noch touchiger oder halt noch dem Touch mehr angepasst wird, das weiß ich leider nicht. Seit neuestem ist auch die festsetzende Filamenterkennung dabei, das heißt im Menü einfach einschalten. Die Load Cell, die da drin ist, erkennt halt dann, wenn ihr eine verstopfte Nozzle oder festsitzendes Filament habt, und geht dann dementsprechend in den Pause-Modus und wartet halt auf euren Eingriff. Sollte die Düse jetzt tatsächlich wirklich irgendwie zu sein durch Dreck, durch Carbonfasern oder manchmal auch durch irgendwelche Pixel, die ihr im Galaxy-Material oder so drin habt, falls mal ein größeres Pixel dabei gewesen sein sollte und euch hat die Düse verstopft, auch das wird jetzt erkannt. Und ihr könnt jetzt, normalerweise hat man dann heiß gemacht mit einer Nozzle-Nadel oder gleich andere Düse verbaut oder sowas, das kann man eventuell jetzt mal ein kleines bisschen umgehen
Und zwar den manuellen Cold Pull, den man bis jetzt immer so gemacht hat, aufheizen, nachdrücken, kalt werden lassen und wieder rausziehen mit Schwung. Das hat der Prusa jetzt schon selber mit verbaut. Also ihr könnt über das Display einfach mal einen Cold Pull anstoßen und dann mal gucken, ob ihr eure Düse damit sauber kriegt. Wenn das immer noch nicht funktionieren sollte, kann man immer noch andere Optionen wählen. Aber ein, zwei Mal so ein Cold Pull hat in der Regel schon echt Wunder bewirkt, ist jetzt automatisch in der Firmware mit dabei. Wir haben jetzt wieder den Stealth-Modus, wobei ich da sagen muss, ich habe ihn jetzt eingeschaltet, habe aber dann auch wieder ausgemacht. Das Gerät an sich ist für mich eigentlich schon so leise oder eigentlich nicht mehr wirklich laut, dass ich sage, habe ich jetzt gar nicht gebraucht. Am MK4 habe ich es jetzt nur ganz kurz getestet, am XL konnte ich das schon ein bisschen länger testen. Und auch da muss ich sagen, okay, er wird leiser, weil er die Travels ein bisschen langsamer fährt und die einzelnen Wechsel der Köpfe ein bisschen langsamer fährt. Allerdings im Druck selber war er schon recht leise. Das hat mich also gar nicht wirklich gestört. Ich habe das nicht als laut empfunden, weshalb ich bei mir, bei beiden Geräten, den Stealth-Modus tatsächlich wieder aus habe. Aber wer sagt, okay, ich will und muss, weil es in einer Bürosituation ist oder sowas und ich möchte den nochmal einen Ticken leiser haben, der kann jetzt auch den Stealth-Mod wieder einschalten. Das Gerät, was ich jetzt hier hinter mir habe, ist, wie gerade schon mehrfach gesagt, nur ein Testgerät. Ich habe das bekommen, um einfach mal dieses Daily Prusa Picture machen zu können, um den Aufbau selber einmal vornehmen zu können, mir das wirklich mal anzugucken, was hat sich für einen MK3 geändert oder zu einem MK3 geändert, weil wie gesagt, für mich war es bis jetzt so ein bisschen, hole ich mir jetzt ein MK4, weil eigentlich hatte ich ja die 3er. Mittlerweile habe ich keine 3er mehr, die habe ich jetzt nach über 5 Jahren dann mal weggegeben, weil ich auch an anderen Druckern rumgespielt habe. Jetzt, wo ich an dem wieder rumspielen konnte und durfte, bin ich tatsächlich wieder mit dem Ding, den muss ich jetzt bald wieder abgeben. Hole ich mir jetzt selber auch wieder einen 4er oder hole ich mir nochmal einen alten MK3 und baue den auf MK3.5 um. Das heißt, wir kriegen ein neues Board und ein neues Display. Gibt schon einige Videos dazu von anderen Leuten. Und auch bei mir aus der Community haben dann einige festgestellt, oh, der MK3 macht jetzt auf einmal auch wieder Spaß. Ich habe mir einen Bamboo geholt, der stand ewig lange rum, aber jetzt habe ich das Upgrade gefahren und seitdem nutze ich den Prusa wieder. Ja, mal gucken, wenn der weg ist, für was ich mich entscheide, weil ich glaube, eines dieser beiden Optionen, MK3.5 oder so ein 4er, ich glaube, irgendeins davon wird es wieder, weil er hat wieder richtig Spaß gemacht. Was habe ich die ganze Zeit damit gedruckt? Ja gut, er ist halt wirklich ein Arbeitstier. Durch die Load Sale First Layer passt eigentlich immer. Vor ein paar Wochen war Stammtisch. Ich habe einige Sachen für den Stammtisch gedruckt. Ganz viele Infinity Cubes, so kleine Würfel, die man endlos falten kann. Was hier auch gerade wieder drauf ist, ganz viele Chaos Coins. Also man haut einfach die Druckplatte voll und der läuft und funktioniert halt einfach. Und verschiedene andere Flexi-Sachen, die auf dem Stammtisch dann einfach als Giveaways weggegeben wurden. Demnächst ist wieder Maker Faire in Hannover. Ich hoffe, den einen oder anderen von euch da auch mal wieder zu treffen. Auch dafür wird es wieder einige Ausstellungsobjekte geben. Ganz viele so Flexi-Drachen. In groß, in klein, es werden wieder einige Infinity Cubes laufen, es werden so Rochen laufen, das Ganze in mehrfacher Ausführung. Und ich weiß, dass der ein oder andere, dem diese Sachen hier gefallen und sich dann auch gerne mal sowas einsteckt, fragen Leute, aber einfach ist ein Arbeitstier. PLA, PETG lässt er bei mir einfach so runterlaufen, ohne Probleme. Auch der, obwohl ich den jetzt nur ganz kurz hatte, hat jetzt jeden Moment schon wieder die 400 Stunden voll. Ja, es zeigt einfach wieder, die Dinger sind Arbeitstiere. Wie gesagt, die von der ersten Sammelbestellung, die wir damals hatten, waren jetzt 5 Jahre alt und ich habe ein paar Leute noch in der Crew. Die Dinger laufen einfach immer noch. Was hat man mal gemacht? Man hat die Lage gefettet und fertig. Also, oder meine Nozzle getauscht. Aber ansonsten, ja, das hat sich jetzt in einem Jahr MK4 getan und ich bin wirklich angetan. Bis jetzt war ich immer so, aber ich bin wirklich angetan, mir eventuell dann auch noch meinen eigenen zuzulegen.
Wenn euch dieses Video weitergeholfen hat, wenn euch das gefallen hat, ihr wisst das, Daumen abonnieren und so weiter und so fort. Oder auch gerne mal auf Twitch vorbeischauen, wenn wir da Freitag oder Samstag die Livestreams machen. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Video.